Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen und sonnigen Sonntagnachmittag. Ich bin hier gerade noch in Saarbrücken unterwegs und ja, wollte mal mit dir nochmal drüber sprechen, wie du an unbewusste Themen rankommst, also noch eine Etage tiefer als das Unterbewusstsein. Ich unterscheide ja immer gerne zwischen Unterbewusstsein, das sind so die Dinge, die wir aufnehmen, sobald wir das Licht dieser Welt erblickt haben. Also, wie ich immer gerne flapsig sage, aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind. Und ab dem Zeitpunkt beginnen wir, ja, du kannst dir das vorstellen wie bei einem Computer. Da sind ganz viele Dateien im Hintergrund aktiv, die den Computer zum Reagieren bringen. Und so haben wir ein Unterbewusstsein und ein Unbewusstes. Und in diesem Unterbewusstsein, da legen wir ganz viele Programme und Dateien ab. Sobald wir eben das Licht der Welt erblicken. Und noch eine Etage tiefer im Unbewussten, da sind so Dinge, Themen, Prägungen, ja, auch in Form von Dateien, wenn du so willst, um es in der Computersprache zu sprechen, abgelegt, ganz tief im Unbewussten, was wir einfach vorgeburtlich schon wahrgenommen haben. Mein Beispiel dazu, damit es ein bisschen greifbarer wird. Als ich so meine Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht hatte vor vielen Jahren, das ist jetzt schon 13 Jahre her, 14 Jahre, da habe ich überhaupt ja mal von diesen Themen wirklich erfahren, Unterbewusstsein, Unbewusstes, was da so alles abgespeichert ist, wie wir Menschen ticken, wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen und solche Dinge. Und zum gleichen Zeitpunkt hatte ich ein Buch gelesen und das fand ich so sinnig, wie das Universum mir da so dieses Buch hat in die Hände kommen lassen, quasi im wahrsten Sinne des Wortes, dass das, was ich da in der Willst du Ausbildung Pokémon fangen, gelesen Flamme? habe, bitte? Willst du Pokémon fangen? Ja, ich fange Pokémons. Das, was ich da so in der Mentaltrainerausbildung erfahren habe, wie das Universum mir hat dieses Buch in die Hände kommen lassen, und zwar von einem Herrn Tietze war das Botschaften aus dem Mutterleib. Und da stand einfach so drin, er hat da viele Untersuchungen und Nachweise gemacht. Hallo, liebe Birgit, hallo, liebe Michaela. Was wir alles schon aufnehmen, vorgeburtlich. Und zwar, wir haben ja zu dem Zeitpunkt, wo wir noch im Bauch von der Mama sind, haben wir ja kein eigenes Ich-Bewusstsein. Dieses Ich-Bewusstsein, das entwickelt sich ja erst später. Und deshalb nehmen wir natürlich all die Dinge, die unsere Mutter fühlt und wahrnimmt und ja, wie es ihr einfach geht, das nehmen wir alles auf. Sonst könnte man ja sagen, okay, ist dein Thema, hat nichts mit mir zu tun. Das nehmen wir alles auf und das ist ganz, ganz tief in unserem Unbewussten verankert. Und das führt natürlich im späteren Erwachsenen-Dasein auch dazu. Und vielleicht kennst du das, du hast das Gefühl, du triffst eine Entscheidung. Du willst in eine Richtung gehen, du willst etwas unbedingt in deinem Leben erreichen und ja, hast dir ein Ziel gesetzt. Aber irgendwie hast du das Gefühl, du gehst so einen Schritt vor und zwei zurück. Das ist wie so ein Gummiband. Und das sind so die Dinge, die in unserem Unbewussten verborgen sind, wo es gar nicht so einfach ist, an diese Dinge heranzukommen. Und dann kann man noch so viel, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, strappeln. Man kommt da einfach nicht weiter, solange diese Themen nicht auch gelöst sind. Jetzt geht es natürlich auch nicht darum, zu sagen, oder sollte oder muss nicht darum gehen, erstmal alles im Unterbewusstsein und im Unbewussten aufzuräumen und erst dann sich Ziele zu setzen und den Weg seines Herzens zu gehen, sondern das darf natürlich parallel gehen und zwar so, wie das Universum einem dann einfach Situationen schickt und schenkt, die man dann in dem Moment anschauen kann, lösen kann. Das kann dann ganz rasch gehen, ohne in dieser Situation nochmal sich zu ahlen und sich ewig lange mit zu beschäftigen, wenn man denn Hilfe hat und wenn man eben auch weiß, wie. Damit man einfach so seinen Weg zu seinem Herzen nochmal gehen kann.
Und ich möchte mal gerade noch, mir fällt gerade so eine kleine Geschichte ein, als ich dieses Buch damals gelesen hatte, Botschaften aus dem Mutterleib, zeitgleich ist unser Sohn eingeschult worden. Und er hatte aus der Schulbibliothek ein Buch mitgebracht, wo es darum ging, wie Eizellen befruchtet werden, also wie Kinder entstehen, alles kindgerecht erklärt. Und wir saßen dann abends so auf dem Bett, lesen konnte er noch nicht. Unsere Tochter 2 Jahre jünger, also Roman war etwa 6, Madeleine 4 Jahre. Als es darum ging, wie diese Eizelle befruchtet wird, habe ich einen Moment innegehalten und habe zu meinem Mann gesagt, sag mal, kannst du dich noch erinnern, bei der Schwangerschaft mit Roman auf dem Ultraschallfoto hat man nur so ein blinkendes Lichtchen gesehen, nur so ein blinkendes Herz. Also die Schwangerschaft ist sehr, sehr früh festgestellt worden und hat man wirklich nur so was Blinkendes gesehen. Und Roman mit seinen 6 Jahren damals hielt inne, zur Seite und sagt, ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich habe da nur so einen Stab mit einem Licht gesehen. Das sind natürlich Dinge, an die er sich heute als 21-Jähriger nimmer dran erinnern kann, aber damals hat so aus ihm gesprochen und bis zu einem Alter von 6, 7 Jahren haben wir da noch ein ganz anderes Bewusstsein, können viele Dinge noch sehen, was wir dann später mit dem bloßen Auge nicht mehr sehen können, beziehungsweise wenn wir uns dieses Sehen erhalten, dann ist es natürlich in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft hier eigentlich ganz gut, wenn wir weniger darüber sprechen, weil ja, das ja nicht normal ist. Und das hat mir gezeigt, dass es da wirklich, was ich da gelesen hatte in diesem Buch, Botschaften aus dem Mutterleib, dass wir wirklich alles aufnehmen. An Gefühlen, an Emotionen, wie es unserer Mutter geht, ob die das Gefühl hat, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass Nachwuchs kommt, ob sie sich riesig freut, ob sie Streit mit dem Papa hat oder überhaupt, wie es ihr mit der Beziehung zum Papa geht und. Das sind alles Dinge, die da im Unbewussten verankert sind bei uns. Und an die wir einfach nicht so leicht rankommen wie an Themen, die im Unbewussten sind. Die uns aber auch ein Stück weit gefangen halten. Und deshalb ist es so hilfreich, auf dem Weg zu seinem Herzen, seinen Seelenplan zu entdecken, dass man auf dem Weg dahin, ohne da ewig lange drin rumzugraben, aber etwas entdeckt, erkennt und das dann eben auflöst. Und genau darum geht es heute Abend hier in der Gruppe. Ich bin um 20 Uhr live hier online und wollte dich nochmal ganz, ganz herzlich einladen, dabei zu sein. Denn da werden wir auf ganz kreative Art und Weise, da wirst du vielmehr mit einer Anleitung von mir, wirklich mal Informationen bekommen aus deinem Unbewussten, was da noch so in dir vergraben ist, wo noch ein bisschen was im Argen liegt im Leben und wirst auch so in die Wahrnehmung kommen, das eine oder andere ist dir vielleicht schon bewusst, wo du aber denkst, na, kann es wirklich sein oder so, was dir klar wird dadurch einfach. Und das ein oder andere wirst du vielleicht auch so ein bisschen staunen und denken, ups, ich dachte, das Thema ist schon erledigt, weil du vielleicht schon viel mit dir gearbeitet hast, weil du vielleicht schon viele Kurse besucht hast oder Heilungstechniken oder Lösungstechniken angewandt hast oder was auch immer. Und wenn du das dann erkennst, dann kannst du auch die nächsten Schritte gehen. Dann kannst du das Erkennen von Themen, ist ja immer so dass der erste Schritt und dann kann man es lösen und dann kann es weitergehen. Dann kann man diese Gummibänder, die einen gefangen halten, da einfach lösen. Ja? Und deshalb, komm heute Abend um 20 Uhr live hier in die Gruppe. Nimm dir ein Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier und einen Bleistift, leg dir das zurecht und mach diese Übung mit. Also es ist wichtig, dass du von Anfang an dabei bist und von Anfang an so diese Übung mitmachst. Wir werden pünktlich um 8 Uhr starten, ich werde dich da anleiten und ja, was du außer dem weißen Blatt Papier und dem Bleistift noch brauchst, ist Neugierde, Offenheit. Ja, und dich einfach auch mal darauf einzulassen. Und dann bin ich sicher, wirst du staunen, was du da an Informationen bekommst, die tief im Unbewussten begraben sind,
teilweise auch im Unterbewusstsein und dann kannst du es einfach lösen und dann kannst du den nächsten Quantensprung in deinem Leben machen, beziehungsweise deinem Seelenplan ein großes, großes Stück eben auch näher kommen. Hallo, liebe Sabrina. Ja, also 20 Uhr live hier in der Gruppe heute Abend. Sei pünktlich dabei, denn von Anfang an solltest du die Übung mitmachen können. Zwischendrin einsteigen ist ganz schwierig. Ich leite dich da durch, brauchst ein Blatt Papier und einen Bleistift, Offenheit, Neugierde und dann einfach mal dich drauf einlassen und ja, dann mal staunen, was du da zu Blatt Papier bringst. Okay, ich freue mich auf dich. Bis heute Abend. Tschüss.